Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskope anders. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Dafür ist aber präzis. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Liebe Juliane, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop. In diesem Bild siehst du dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild ändert sich nichts, weil das zeigt den Sternenhimmel über dir in dem Augenblick, wo du dein erster Atemzug geholt hast. Und dieses Bild ist wie ein Momentaufnahme und einzigartig wie ein Fingerabdruck. Das ist die Landkarte deiner Seele, dein Seelenreise, des goldenen Weg. Es liegt in deinen Händen mit deinen eigenen Entscheidungen, ob du in diesen Weg gehen möchtest. Das ist der ideale Lebensweg, oder machst du Umwege. Du hast die freie Wahl. Also dieses Bild bleibt. Die Lebensbereiche sind wichtig auf deiner Seelenreise, wo kosmische Energie da ist. Das ist der zweite Lebensbereich, wo um Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen geht. Dann die dritte Lebensbereiche ist für dich wichtig, wie behauptest dich bei anderen, bei Geschwistern, bei Konkurrenzen. Wie vermittelst dein Wissen oder wie kannst du das aneignen, ein gewisser Austausch. Die fünfte Lebensbereich, deine eigenen Kinder, später Enkelkinder, dein inneren Kind, deine Kreativität. Dann ist wichtig für dich die Wandlung, dass du deine Größe erkennst und dann die Geheimnisse des Lebens und karmischen Seelen, dann sind wir schon im Seelenbereich. Ein tiefer Blick. Also das sind die wichtigsten Lebensbereiche. Wie ich schon sagte, dieses Bild bleibt. Was aber sich verändert, das bist du und machst 7 Jahren Periode deinen Lebensschritte. Alle 7 Jahre hast eine neue Phase, Lebensphase und erlebst das anderes. Andere Themen sind wichtig. Und du befindest dich in den kommenden 6 Jahren noch in Fischenperiode. Und du kannst in dieser Zeit vieles lernen von Tierkreiszeichen Fischen. Deine Träume zum Leben, kreativ zu sein, in Vertrauen kommen, das Vertrauen, das Fluss des Lebens, das, was du in den kommenden Jahren lernst. Und das ist dann auch lebendig. Die Tierkreiszeichen Fischen gehört zum Wasserelement und das ist deine Intuition, deinen Gefühlen, deine Träume, dein Unbewussten, aber du nimmst zurzeit deine Welt auch mit Gefühlen wahr. Nicht nur du bewegst dich im Leben, sondern auch die beiden Lichter, wobei das ist nicht ganz richtig, weil das ist nicht die Sonnenbewegung, sondern die Bewegung der Erde. Aber für unsere Wahrnehmung aus der Erde aus gesehen scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Wir sprechen auch über Sonnenbewegung und dazu kommt natürlich die Bewegung des Mondes. Das sind die 2 Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr. Sonne zeigt Monatsthemen, das ist die kleine Uhrzeiger. Mond zeigt Tagesthemen,
bewegt sich auch schneller. Das sind dann die großen Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr. Aber Planeten bewegen sie sich auch. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und durch diese Bewegung löst etwas aus. Und das schauen wir an, was kommt auf dich zu in die kommenden 12 Monate. Ich starte mit Pluto, weil das ist der letzte Planet in unserem Sonnensystem. Pluto zeigt deine inneren Stärke und belehrt dich, dass du einiges loslassen sollst in dein Leben, weil das deine Zeit, deine Energie, deine Kraft raubt. Und Pluto befindet sich im Schütze, bewegt sich hier im Schütze und aktiviert bei dir den Lebensbereich, deine Werte, deine Wertschätzung und auch die Finanzen. Du siehst, wie wichtig ist für dich dieser Lebensbereich, alleine weil du im Geburtshoroskop hast du viele Planeten hier. Mars, Merkur, Venus, Saturn, Uranus, Neptun und jetzt kommt noch Pluto dazu. Jetzt nicht, weil das in deinem Geburtshoroskop ist, sondern bewegt sich gerade hier und aktiviert die geballte Energie hier. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Hier bewegt sich gerade und aktiviert bei dir hier etwas. Bei Neptun lebst deine Träume und lebst deine Fantasie und deine Kreativität und das kannst in dein Zuhause verwirklichen, neue Einrichtung nach deinem Traum, nach deinem Geschmack. Aber bedeutet auch die kreative Arbeit und hier die Basis, die Fundament schaffen, etwas gründen. Wie zum Beispiel wäre möglich gerade die Selbstständigkeit oder eine Arbeit, wo du die Inneneinrichtung, da dich das gestalten auch als Berufung, nicht nur in eigenen Zuhause, sondern mit diesem Einfluss könntest du dich verwirklichen, das als Berufung zu sehen. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, plötzliche Ereignisse, unerwartete Ereignisse, Überraschungen auch. Uranus befindet sich hier im 6. Lebensbereich und aktiviert deine Arbeit, dass hier um Veränderungen kommen, aber auch dein Gesundheitszustand. Uranus steht astromedizinisch im Nervensystem. Also bewahre immer die Ruhe, die inneren Gleichgewicht, weil Uranus kann sowas auslösen, dass etwas auf dich wirkt in dein Leben, was dein Nervensystem vielleicht belastet, dass du schnell, leicht aus der Ruhe kommen kannst. Also achte darauf, immer einen gewissen Rückzug, Ruhe bewahren, meditieren und so hast du die innere Harmonie. Saturn lenkt unserem Schicksal, belehrt uns auch. Saturn ist auch im Schütze. Also hier hast karmische und schicksalhafte Veränderungen Themen. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Und das erlebst du persönlich. Jupiter vermehrt etwas. Im ersten Lebensbereich zeigt sich auch das Aussehen. Also es ist gut möglich, dass du zurzeit auch ein bisschen zunimmst. Aber ich betone eher, das Positive bei dieser Jupiter-Energie bringt dir gerade Chancen, Möglichkeiten im Leben. Du hast eine tolle Ausstrahlung, Auftreten, bist du auch wahrgenommen. Mars
ist im März, jetzt sind wir März 2019, März 2019, das ist die Zeitqualität gerade, ist in den Tierkreiszeichen wieder. Und das heißt, diese Mars-Energie, entweder du setzt dich ein und zeigst Kraft und Mut, dich beruflich verwirklichen, oder hast hier in diesem Lebensbereich Begegnung, wichtige Begegnung mit einer männlichen Person. Das kann die Liebe sein, aber kann auch anderen Personen auch sein, wo du kollegial oder freundschaftlich dich begegnest. Venus ist die Liebesplanet, aber Venus bedeutet auch das weibliche Energie, kann auch eine andere Frau bedeuten oder deine Kreativität. Venus ist hier im Steinbock und hier löst etwas aus, dass du Kontakten hast mit Frauen, in deinen Verwandten oder durch Internet, kann aber auch bedeuten, dass du zeigst deine Kreativität. Bei Merkur-Energie haben wir Gespräche, Kontakte, Termine, Verträge. Das sind die Handlungen in unserem Alltag. Merkur bewegt sich im Tierkreiszeichen Fischen. Das sind Verbindungen auch zum Kinder, zum Jugendlichen. Merkur steht zu diesem Alter, Kinder, Jugendliche. Sonne zeigt die Monatsthema, da fließt die Lebensenergie, das ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr. Was ist dein Monatsthema? Das ist im Wassermann. Monatsthema ist dein Zuhause oder dass du eine Basis findest, dass du das Gefühl bekommst, jetzt habe ich endlich einen festen Boden unter meinen Füßen. Rückläufigkeit, wenn ein Planet rückläufig ist, bedeutet entweder, du hast das Gefühl, es geht nichts voran, das ist wie eine Bremse, oder du sollst für einen Moment stehen bleiben und zurückblicken, was muss ich noch aufräumen, was muss ich noch überprüfen. Aber die Rückläufigkeit bedeutet auch Vergangenheit. Vergangene Themen kommen wieder in Vorschein. Oder jemand meldet sich von Vergangenheit. Ab 6. März ist Merkur rückläufig. Hier handelt es sich um Handlungen, Termine, Gespräche, Nachrichten. Die Mondposition. Ich werde jetzt nicht jeden Tag erwähnen, wo sich die Mond bewegt, nur Halbmond, Neumond und Vollmond. 21. März ist Vollmond im Löwe und das bedeutet, es wird etwas beleuchtet. Da die Augen öffnen, weil das ist dann wichtig, genau da hinschauen, wo hast du die Löwe? Diese Themen sind gerade wichtig, das ist deine Selbstdarstellung, dass du Respekt bekommst oder wo liegt deine Berufung, Mittelpunkt zu stehen oder etwas veröffentlichen, weil hier ist auch der höchste Punkt, das Horoskop, die Öffentlichkeit oder deine Ziele, wie erreichst du deine Ziele, da die Augen öffnen, das sind die Themen jetzt am 21. März. 28. März ist Halbmond in Skorpion. Ein Halbmond ist Spannung. Spannung zwischen Sonne und Mond. Und wir sollen in diesen Tagen zum Entspannung kommen. Die Ruhe bewahren, zurückhaltend sein. Es kann auch bedeuten, dass andere sind hektisch. Wir erleben das als Stress und das ist eine gewisse Unruhe. Löst Unruhe, Unsicherheiten aus und das erlebst du persönlich, das kann auch deine Unsicherheit bedeuten. April 2019. Jupiter übergeht zum Schütze und aktiviert Themenwerte, aktiviert Themen Finanzen. Jupiter vermehrt etwas. In dieser Zeit
neigst du dazu, vielleicht mehr Geld ausgeben oder Geld ausgeben für Luxus. Also einfach vermehrt sich alles. Man hat dieses Wunsch zum Einkaufen. Aber Jupiter bringt auch Glück. Du hast dann in dieser Zeit Glück in Finanzen, Glück etwas investieren oder etwas gewinnen oder kommt Geld ins Haus oder jemand beschenkt dich. Das ist auch möglich bei Jupiter Einfluss, weil Jupiter ist das große Glück. Also jetzt sind wir April 2019, Jupiter übergeht im Schütze, Mars übergeht im Stier, aktiviert bei dir Lebensbereich Partnerschaft und hier ist eine männliche Person, also diese Verliebtheit oder die Partnerschaft ist sehr wichtig. Oder ein Mann kommt auf dich zu. Sonne ist im Tierkreiszeichen Fischen. Monatsthema ist Kinder, Kreativität, die schöpferische Kraft. Merkur und Venus ist im Wassermann. Das handelt sich um deine Wohnsituation. Entweder bekommst du einen Besuch von einer weiblichen Person und kommt diese Nachricht. Kann auch bedeuten, du verschönerst etwas zu Hause, ziehst dich zurück und lernst du etwas. Oder unterschreibst du einen Vertrag und das bringt dir auch Glück. 11. April wird Jupiter rückläufig. 25. April wird Pluto rückläufig. Das ist wieder der Rückblick. Was sollst du loslassen? Was sollst du zu Ende bringen oder kündigen oder trennen? Das löst die Pluto-Energie aus. Und 30. April wird Saturn rückläufig und das heißt, du musst dann um deine Finanzen kümmern. Und hier hast du jetzt gerade Lernaufgabe mit diesem Saturn-Einfluss. 5. April ist Neumond in Fischen. Neumond bedeutet, das Mond ist unsichtbar. Warum? Weil Mond hat kein eigenes Licht. Mond empfängt die Licht von der Sonne und reflektiert uns weiter. Und bei einem Neumond treffen sie sich die beiden und die Sonne kann nicht beleuchten und für uns in diesem Tag die Mond unsichtbar ist, obwohl Mond ist nach wie vor da, aber wir sehen nicht. Und wir suchen die Licht und wir sollen dieses Licht auch finden in unserem Inneren. Ein Neumond ist dafür da, zurückziehen, nachdenklich zu sein, meditieren, Gedanken machen, wie geht es weiter, einen Plan zu haben, aber auch die Ruhe bewahren und dann mit dieser Ruhe mit uns selbst das auch klären. Natürlich kann das auch bedeuten, dieser Neumond mit dem Partner zurückziehen, das mal diese Zweisamkeit genießen, gemütlich machen und aber bedeutet auf jeden Fall Rückzug, Meditation, Nachdenklichkeit. 5. April ist Neumond in Fischen und es sind die Gedankengänge. Was die Fischenenergie auslöst, deine Träume zu leben, im Vertrauen bleiben, deine Kinder, deine schöpferische Kraft, Gedanken über deine Kindheit, all diese Themen aktiviert. 12. April ist Halbmond in Zwillingen. Hier ist diese Spannung, das kann auch dein Thema sein, wo du nicht einfach hast, etwas loslassen oder kommen die Ängste und es ist schwierig, deine Unsicherheit, Ängste überwinden. Aber kann auch endlich ein Thema sein, dass in diesem Tag bekommst du keinen Termin oder es geht nichts voran, es entsteht eine gewisse
Spannung. 19. April ist Vollmond im Waage. Und das beleuchtet die Geheimnisse. Kann auch bedeuten, dass du ein Geheimnis erfährst, weil jemand erzählt dir das. Aber achte darauf, dass du deine eigenen Geheimnisse nicht sagst, weil bei diesem Vollmond, wo das beleuchtet wird und kommt ins Licht, ist natürlich die Gefahr da, dass jemand das weitererzählt. 26. April ist Halbmond im Steinbock. Eine gewisse Spannung bei Kommunikation im Internet, bei Schulungen oder Spannung mit Verwandten, Nachbarn. Mai 2019. Jupiter ist rückläufig und kehrt wieder zurück zum Skorpion. Das kann für dich bedeuten, auch, dass jemand kehrt zurück in dein Leben und das bringt dir Glück oder Geld kommt zurück. Also etwas kommt, etwas oder jemand kommt zurück und es ist erfreulich. Sonne ist im Widder und das bedeutet, die Monatsthema ist die Arbeit und Gesundheit. Und Merkur, Venus ist in Fischen. Das sind Gespräche mit Kindern oder Gespräche über Kinder oder mit Venus-Energie bedeutet auch entweder eine weibliche Person oder dass du kreativ bist und spürst diese schöpferische Energie. Rahu und Ketu muss ich auch erwähnen, das ist auch sehr wichtig. Rahu und Ketu bildet sich die Drache und zeigt karmische Themen, aber diese Drache ist getrennt, der Kopf wurde abgeschnitten. Und wir kennen nur einen Teil. Und das ist der Körper von dieser Drache. Das kennen wir, weil das ist unsere Vergangenheit, auch alten karmischen Themen. Aber der Kopf fehlt und wir suchen, unsere Seele sucht es, weil die Seele möchte, dass diese Drache wieder eins wird. Und das ist auch unsere Aufgabe. Und wir begegnen uns auf diesem Weg. Und diese beiden Mondknoten, Rahu und Ketu, die bewegen sich auch und lösen karmische Themen im Horoskop aus. Ketu zeigt Vergangenheit, alten karmischen Erinnerungen oder Begegnungen. Und Rahu zeigt die Richtung. Orientiere dich deine Richtung, weil deine Seele sucht gerade diese Bereiche, diese Lebensbereiche, weil für dich ist es jetzt sehr wichtig, karmisch gesehen, auf deiner Seelenreise ist es gerade wichtig. Ketu, was die Vergangenheit symbolisiert, ist im Schütze. Hier aktiviert bei dir karmischen Themen, was deine Werte, Selbstwertgefühl, Wertschätzung und alles, was du in Besitz nehmen sollst, was für dich wertvoll ist. Und auch Finanzen, das sind die karmischen Themen Vergangenheit. Also Ketu aktiviert das gerade. Und Rahu, was dich befreit, was deine Seele gerade in die Richtung bewegen soll, dieser Drachenkopf ist hier in den Zwillingen. Im achten Lebensbereich ist die Wandlung einem höheren Bewusstsein, zu deinen Werten zu stehen, erkennen, wie wertvoll du bist und natürlich die Finanzen in Ordnung zu bringen, ämtlichen Sachen, auch Erbschaft, das nicht davonlaufen, sondern das auch genau anschauen und das in Ordnung bringen. Mars ist im Stier. Merkur, Venus ist im Fischen und Sonne ist im Widder. Genau.
4. Mai ist Neumond im Widder. Da sollst du nachdenklich sein, wo ist deine Berufung. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. Eine gewisse Spannung bei Bildung, wie zum Beispiel Prüfungen, oder Spannung bei Reisen, aber auch die inneren Reise, dass da entsteht eine gewisse Unsicherheit. 18. Mai ist Vollmond im Waage und das ist wieder dieselben Themen wie letzten Monat auch. Genau hinschauen, die Gründe, die Geheimnisse des Lebens, aber auch die geheimen Feinde, da mal hinschauen. Und natürlich deine Geheimnisse, nichts erzählen, schweigen, weil hier besteht wieder die Gefahr, dass das weitererzählt wird. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock und hier ist die Spannung wieder mit Verwandten oder im Internet. Juni 2019. Sonne ist im Stier, Merkur ist auch im Stier, Monatsthema ist die Liebe, Partnerschaft mit Merkur-Energie sind wichtigen Gesprächen. Oder kommt eine wichtige Nachricht. Hier bei 7. Lebensbereich handelt es sich auch um Verträgen und Merkur kann auch sowas auslösen, einen Vertrag unterschreiben. Und Venus ist im Widder. Das kann bedeuten, dass im Arbeit zeigst deine Kreativität oder Kontakt mit einer Kollegin, Gespräche mit einer Frau über die Arbeit. Mars ist in Zwillingen. Das kann eine männliche Person sein. Thema ist natürlich Liebe, Partnerschaft, Sexualität. Oder dass du deine Kraft einsetzen musst im Ämtern oder dich behaupten, dich durchsetzen. 22. Juni ist Neptun rückläufig. Diese Rückläufigkeit von Neptun bedeutet, sei nachdenklich. Auch überlegen, wie hast du die Kindheit erlebt, was waren deine Träume, deine Visionen, lebt es wieder. Hier sind Talente, Fähigkeiten, deine Erinnerungen. 3. Juni ist Neumond im Stier, ein gewisser Rückzug, überlegen, wie geht das in die Liebe, Partnerschaft weiter oder du genießt die Zweisamkeit mit deinem Partner. 10. Juni ist Halbmond im Löwe, du wirst übersehen, du bekommst dieses Gefühl entsteht bei dir, du bekommst zu wenig Respekt, Anerkennung. Aber kann auch auslösen Spannung in die Arbeit. 17. Juni ist Vollmond im Skorpion und das zeigt deinen Glanz, dein Auftreten. 25. Juni ist Halbmond in Fischen. Spannung mit Kindern oder Unsicherheit und dann sollst in dein inneren Kind arbeiten. Juni passiert etwas sehr Wichtiges. Saturn ist der Planet der Karma, also spricht karmische Themen an, beeinflusst unserem Schicksal, belehrt uns auch. Dieser Saturn ist rückläufig. Diese Rückläufigkeit löst auch Themen von Vergangenheit, auch karmischen Themen. Pluto ist auch rückläufig, auch Vergangenheit. Auch karmischen Themen und Ketu sowieso, weil das ist die Karma, was die alte Karma zeigt, die Vergangenheit. Die 3,
ein rückläufiger Saturn, ein rückläufiger Pluto und Ketu bilden sich am Juni einen sogenannten Konjunktion in Tierkreiszeichen Schütze. Ein Konjunktion bedeutet, die treffen sie sich. Die treffen sie sich und das heißt, die wirken gemeinsam, weil die Energie verdichtet sich, vereint sich. Die können gar nicht getrennt wirken, sondern die wirken gemeinsam. Hier ist Vergangenheit, karmischen Themen und das löst hier im zweiten Lebensbereich etwas aus. Entweder wirklich deine Lernaufgabe zu deinen Werten stehen und alles in Besitz nehmen, was für dich wertvoll ist, aber auch die Finanzen. Dritter Juni ist Neumond im Stier, also die Mondphasen habe ich schon erwähnt. Jetzt kommt Juli, Juli 2019. Sonne und Venus ist in Zwillingen. Hier handelt sich deine Weiblichkeit, Monatsthema, auch hier die Transformation, aber auch Thema Sexualität. Mars und Merkur ist im Krebs. Das kann eine Nachricht sein von Ausland. Und das ist eine männliche Person, kann auch bedeuten, dass du deine Kraft einsetzt zum Lernen und machst du Prüfungen, Schulungen oder Fremdsprache. 8. Juli wird Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen. Nachdenklich sein, was sollst du loslassen? Oder Thema Sexualität, auch überlegen, wie ist es für dich stimmig, wie möchtest du das erleben in die Liebe, Partnerschaft. Aber auch nachdenklich sein, wo sollst du dein Geld investieren, wie gehst du mit Ämtern um, wie Finanzamt, Banken, Versicherungen, Erbschaften, all das in Ordnung zu haben, im Griff bekommen. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau. Eine gewisse Spannung im Freundeskreis kann auch bedeuten, du hast deine Träume, deine Hoffnungen, Wünsche und dann fangst an zweifeln daran. 16. Juli ist Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis im Schütze. Das ist hier im zweiten Lebensbereich. Mondfinsternis hat immer mit karmischen Themen zu tun, immer. Weil das findet immer auf dem karmischen Knoten statt. Also hier wieder karmischen Themen. 25. Juli ist Halbmond in Fischen. Eine gewisse Spannung mit Kindern oder du möchtest die Lebensfreude leben, aber bist ein bisschen streng, das traust du nicht zu. Oder ist jemand streng zu dir und fängt an zum Kritisieren, das kann sowas auslösen. Diese karmischen Knoten Rahu und Ketu im Schütze und Zwillingen, die bleiben ganzes Jahr, Schütze, Zwillingen und nächstes Jahr auch. Also ich erwähne das jetzt nicht jeden Monat, die bleiben ganzes Jahr und auch nächstes Jahr Schütze, Zwillingen. August 2019. Merkur ist in Zwillingen. Das kann natürlich bedeuten, dass du Termine hast, Erbschaften oder musst um die Finanzen kümmern und hast Verträge, Termine. Sonne, Mars, Venus ist im Krebs.
Monatsthema ist Schulungen, Bildung, Reisen, Spiritualität, Kontakte im Ausland. 12. August wird Jupiter direktläufig und diese Direktläufigkeit von Jupiter hier hat einen Einfluss auf dein Auftreten, auf dein Aussehen. Es geht in eine ganz andere Richtung. Natürlich kann das bedeuten, dass du dein Aussehen änderst, wie zum Beispiel neuer Haarschnitt. Und geht bei dir persönlich alles in eine andere Richtung, dann dreht sich alles 180 Grad und endlich geht alles vorwärts, voran. Voran, Jupiter bringt auch Glück in dein Leben. 12. August wird Uranus rückläufig. Und diese Rückläufigkeit von Uranus hier, was die Arbeit betrifft, du hast das Gefühl, beruflich ist aber ein bisschen gebremst oder du sollst überlegen, wo liegt eigentlich deine Berufung. 1. August ist Neumond im Krebs und das bedeutet Nachdenklichkeit über eine Reise oder über Spiritualität. 7. August ist Halbmond im Waage. Eine gewisse Unsicherheit, Nervosität, dann zieh dich zurück, bleib in die Ruhe, im inneren Gleichgewicht, in deine Kraft. 15. August ist Vollmond im Steinbock, da klärt sich etwas auf, entweder bei Schulungen oder bei Verwandten, kann auch bedeuten, du kannst dich durchsetzen gegen deinen Konkurrenten und bekommst du Anerkennung, Ansehen. 23. August ist Halbmond im Widder, Spannung in die Arbeit oder du verlierst den inneren Gleichgewicht, ein bisschen Stress oder Nervosität. 30. August ist Neumond im Löwe und wird von Regulus bestrahlt. Das erlebst du hier im Spitze des Horoskopes, wo deine Ziele sind, aber auch deine Berufung. Regulus ist ein königlicher Stern, das ist das Herz der Löwen und in diesem 30. August sollen wir bei diesem Neumond meditieren, nachdenklich zu sein. Was ist deine Herzensangelegenheit? Und hier handelt es sich um deine Berufung. Wo liegt deine Berufung? Was kannst du dafür tun, dass du das lebst? Wirklich deine Berufung, aber jetzt nicht mit Verstand. Wo hast du Vorteile, sondern hör auf dein Herz. Was sagt dein Herz? September 2019. Sonne, Mars, Venus, Merkur, alles ist im Löwe. Hier fließt viel Energie und hier handelt es sich um dein Ansehen, Anerkennung, Respekt und das sollst du auch verlangen. Darauf achten, dass du nicht übersehen wirst, sondern zeigst dich in die Mitte oder zeigst dich in Öffentlichkeit. Du brauchst, dass du wahrgenommen bist und natürlich an deinen Berufung kümmern. September passiert was Wichtiges. Saturn, wo unserem Schicksal beeinflusst, wird wieder direktläufig und ändert sich die Richtung. Es geht alles voran ab 19. September. Und das hier im zweiten Lebensbereich. Das kann auch bedeuten, dass deine Finanzen verbessern sie sich. 6. September ist Halbmond in Skorpion. Das bedeutet für dich persönlich eine gewisse Unsicherheit. 14. September ist Vollmond in Wassermann. Klarheit über deine Wohnsituation oder was möchtest du gründen, wo ist die Basis, wo möchtest du ein Fundament zu haben in dein Leben. 22. September ist Halbmond im Stier. Spannung in die Partnerschaft. 28. September ist Neumond im Löwe
wieder Rückzug, Nachdenklichkeit, wo liegt deine Berufung, wie erreichst du deine Ziele. Oktober Sonne, Mars und Venus ist in Jungfrau. Monatsthema sind deine Hoffnungen, Thema ist Liebe, Partnerschaft oder Kontakte im Bekanntenkreis, Freundeskreis, und Merkur befindet sich in Merkur befindet sich im Waage. Genau, hier im Waage. Das kann natürlich das Wissen bedeuten, die Geheimnisse des Lebens, in die Tiefe schauen oder tiefe Psychologie, die Ursache an etwas oder die Ursache, die Erkrankungen erkennen. Merkur löst auch Wissen aus, aber auch die Gespräche. Und das heißt, wenn du deine Geheimnisse hast, dann bewahre das. Das soll ein Geheimnis bleiben oder kann auslösen, dass jemand ihre oder seine Geheimnisse erzählt. Also hier ist das Wissen, Austausch, Nachricht, und es handelt sich um Geheimnisse. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze. Und das aktiviert die Werte und die Finanzen. Also nichts kaufen, nichts investieren, nichts unterschreiben, was mit den Finanzen was zu tun hat. 13. Oktober ist Vollmond in Fischen. Und das beleuchtet hier etwas. Das sind Kinder oder deine Lebensfreude, deine Kreativität. 21. Oktober ist Halbmond in Zwillingen, wieder die Unsicherheit, was sollst du loslassen, oder kommen die Ängste, und es ist schwierig, das Transformieren, eine gewisse Unsicherheit, aber auch mit Ämtern. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau, nachdenklich zu sein oder zurückziehen von Freunden, überlegen, wen kannst du vertrauen, wen kannst du nicht vertrauen, trennen Spreu von Weizen im Bereich Freundeskreis. November. Merkur und Venus ist in Skorpion. Da kommt deine Weiblichkeit in Ausdruck, hast du mehr Gespräche, und Sonne ist im Waage. Das ist deine Lebenskraft, auch Monatsthemen, die tiefe Geheimnisse zum Erkennen, die Tiefe schauen, um deine Psyche kümmern, und da verspürst du auch deine Lebenskraft, deine Lebensenergie, mehr im Rückzug zu sein, die Ruhe bewahren. Zwischen 1. und 20. November wird Merkur rückläufig, ab 21. November ist Merkur direktläufig. 28. November wird Neptun direktläufig, kannst deine Träume verwirklichen. 4. November ist Halbmond im Steinbock. Spannung bei Verwandten, Internetkontakten, Schulungen. 12. November ist Vollmond im Widder. Klarheit über deine berufliche Situation. 19. November ist Halbmond im Krebs. Prüfungsangst oder Spannung im Reisen. 26. November ist Neumond im Waage, ein gewisser Rückzug, und so bleibst du in deiner Kraft, in deiner Ruhe. Dezember.
ist im Skorpion, das heißt, dein Selbst kommt jetzt ins Licht. Die Selbstdarstellung ist die Monatsthema. Mars und Merkur ist im Waage. Das kann auslösen, dass eine männliche Person mit dir spricht und das soll im Geheimen bleiben. Kann auch bedeuten, dass du kraftlos fühlst und sollst du zurückziehen, etwas lesen, da lernen. Kann auch bedeuten, dass deinen geheimen Feinden reden über dich hinter deinem Rücken und da sollst du deine Kraft zeigen. Oder hast du deinen Geheimnissen mit einer männlichen Person. Venus ist in Tierkreiszeichen Schütze und das löst aus, dass du etwas Schönes kaufst. 4. Dezember ist Halbmond in Wassermann, eine gewisse Spannung und das ist dann gut, wenn du zu Hause bleibst und du dich zurückziehst, dich erholst, aber kann auch in Wohnsituation etwas auslösen. Eine Reparatur im Haus oder Wohnung. 12. Dezember ist Vollmond im Stier, Klarheit über die Liebe, Partnerschaft. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe, wieder das Gefühl, du bist übersehen, aber auch Spannung im Arbeit. 26. Dezember ist Neumond im Schütze. Überlegen, wo kannst du Geld investieren oder wie bringst du deine Finanzen in Ordnung. Januar 2020. Mars ist in Skorpion, das kann auslösen, dass du etwas in Bewegung setzt, kann auslösen, dass du Sport machst, kann auslösen, dass du dich durchsetzt im Leben. Sonne und Merkur ist im Schütze, aber Jupiter auch. Jupiter übergeht im Schütze, bringt dir Glück in Finanzen, das sind deine Gewinnchancen, vorausgesetzt ist, dass du zu deinen Werten stehst. Dieses Gefühl brauchst du dazu. Und Sonne, Merkur auch im Schütze-Monatsthema ist auch die Finanzen und Werte. Bei Merkur kann das bedeuten, dass du lernst, damit umgehen oder unterschreibst einen Vertrag oder zahlst für eine Schulung oder kaufst du Bücher. Und Venus ist im Steinbock. Hier hast du Kontakte mit weiblichen Personen, entweder in Nachbarschaft oder in Verwandtschaft. Februar 2020. Februar 2020. Mars bleibt in Skorpion, Sonne ist im Steinbock, Monatsthema ist Bildung, Kontakte zum Verwandten, Geschwister oder dich zu behaupten gegen deine Rivalinnen oder Konkurrenten. Venus und Merkur ist im Wassermann und das hat mit der Wohnsituation etwas zu tun, du verschönerst etwas. Oder bekommst du einen Besuch von einer weiblichen Person und habt ihr diese Gespräche, diesen Austausch. Oder unterschreibst du einen Vertrag und das bringt dir Glück. Oder unterschreibst einen Vertrag mit einer weiblichen Person. Liebe Juliane, das war dieser Jahreshoroskop. Ich bedanke mich nochmal für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.